Einen wunderschönen wünsche ich euch allen. Hier ist Tina auf Tinas Universe und weiter geht's mit dem nächsten Teil meiner Postleitzahlenreise. Und zwar diesmal die Postleitzahl 1, also 01814. Das ist die Verwaltungsgemeinschaft Bad Schandau. Wie üblich Live-Wetter. Aber wenn ich mir das hier so angucke, ich glaube, hier haben wir übelsten Regen. Das werde ich gleich wohl umstellen auf Sonnenschein oder so, weil ganz ehrlich, ich möchte euch die Gegend vorstellen und das geht so nicht. Also müssen wir es hier mal umstellen. Ja, also Live-Wetter aus und ein bisschen Sonne ist doch viel angenehmer, oder? Und auch ein paar Wolken dazu haben. Was machen wir? Klarer Himmel ist immer so ein bisschen verstreute Wolken, ne? Ja. Verstreute Wolken ist immer ganz gut. So. Okay. Und dann wollen wir auch mal direkt losfliegen. Wir befinden uns hier in Tschechien auf einem kleinen Flughafen. Das liegt daran, weil Bad Schandau ist eine Verwaltungsgemeinschaft, besteht aus den Orten Bad Schandau, Rathmannsdorf und Reinhardsdorf Schönau. Insgesamt 5713 Einwohner auf 82,9 Quadratkilometer Fläche und 69 Einwohner pro Quadratkilometer. Das liegt halt sehr nah an der tschechischen Grenze. So, dann geben wir mal Gas. Ich habe jetzt ein paar Tage frei gehabt. Ich wohne ja auf Mallorca. Ich war in Berlin gewesen und habe da einen Besuch gemacht. Ja, und jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen hier. Den Timeclimb, den nehmen wir mit. Sitzposition mal ein wenig erhöhen, damit man ein bisschen mehr Aussicht hat. Ich hoffe, ich kriege das hier auch wieder hin. Ich habe echt lange Pause gemacht. Ist die 10er-Tastatur nicht am Arbeiten? Jetzt geht's. Okay. Wie gesagt, wir befinden uns hier gerade in Tschechien. Werde natürlich wieder was zu der Umgebung auch gleich erzählen. Landeklappen können wir einfahren. Wir sind hoch genug. So, was soll ich sagen? Ja. Bad Schandau ist eine Verwaltungsgemeinschaft im Freistaat Sachsen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Liegt im Süden des Landkreises, südöstlich der Kreisstadt Pirna, grenzt im Süden an die Tschechische Republik und liegt fast ausschließlich im Nationalpark Sächsische Schweiz, beidseitig der Elbe. Ich zeige euch nochmal eben hier so ein bisschen die Umgebung hier auf Google Maps, da könnt ihr sehen, ist Pirna und hier oben ist dann auch direkt Dresden und hier unten ist schon Tschechien. Ne? Alle Quellen sind wie üblich von Wikipedia und Google Maps natürlich auch. Ja, wo kommen wir rein? Wir kommen direkt praktisch an der tschechischen Grenze rein. Nationalpark Sächsische Schweiz ist das hier auch schon. Ja, wo genau die Grenze ist, habe ich leider nicht rausfinden können. Das scheint so ein kleiner Bach zu sein oder vielleicht auch hier diese Gebirgskette. Ich bin da nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall ganz klasse gemacht hier. Alle Einstellungen natürlich wie immer auf Ultra. Ja. Da sind schon ein paar Berge hier, wie ich das sehe. Ja, Bad Schandau selbst liegt rechts der Elbe und Reinhardsdorf Schönau liegt links der Elbe. Das ist eine tolle Gegend hier, ne? Das sieht mal richtig klasse aus. Alter Schwede, ist das cool gemacht hier.
Ja, wo ich in Berlin war, da ist mir auch aufgefallen, ne? Also, man denkt ja, das sieht vielleicht nicht so farbenfroh aus, wenn man hier im Flieger sitzt, aber im echten Leben sieht das noch deutlich trister aus. Ja, erstmal mit dem Flugzeug hier rüberfliegen und dann nachher auch nochmal, ja, mit der Drohne natürlich hier rüber. Echt klasse hier. Also das ist eine richtig tolle Gegend zum Wandern und Spazieren gehen. Das hier ist auch schon Deutschland. Leute, guckt euch das an. Ist das hier eine herrliche Gegend? Ist das hier herrlich? Ehrlich, ernsthaft jetzt. Also das ist doch wohl eine Schau, oder? Und Leute, das ist hier ein Spiel, ne? Mega. Boah, bin ich begeistert. Hier der Ort rechts, das ist hinter Hermsdorf. Können wir vielleicht mal eine ganz kleine Runde drüber drehen? Wenn das jemand guckt, und ich denke, das werden wohl am ehesten die Leute gucken, die hier schon mal waren oder die hier eventuell auch wohnen. Ihr könnt ja vielleicht mal reinschreiben, wenn ihr vielleicht so das ein oder andere auch selber erkennt. Leider gibt es hier keine Fotometrie. Wunderschöne Gegend hier. Da vorne ist Saubsdorf. Ja, das müsste Saubsdorf sein. Falls ich mich hier vertue, dann verzeiht's mir bitte. Hier fließt die Elbe durch. Sieht man auch schön das Elbtal. Wunderschön, ehrlich. Ne, das ist hier nicht die Elbe. Was ist das denn für ein Fluss hier? Ach, das ist nur ein Tal, ne? Ein Bach geht da durch.
Das war Ostrau gerade. Verzeiht mir meine Unwissenheit. Mann, 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 Mann. Ja, links und rechts ist die südliche Ecke davon. Ist das hier eine geile Gegend? Ist die südliche Ecke davon beides an Tschechien angrenzend? Das sieht ja auch mal scharf aus, ne? Das ist die Kaiserkrone hier. Panorama Kaiserkrone da oben drauf. Wir ziehen da auch noch mal mit der Sitzgelegenheit. Gibt es da Aussichtspunkte? Gibt es da direkt dahinter liegt welcher Ort? Schona. Das ist Schona. Ich habe erwähnt, sind insgesamt drei Ortsteile hier. Das ist Reinhardsdorf-Schona, Schöna, 1302 Einwohner insgesamt. Bad Schandau, wo wir auch gleich hinkommen. Elbschifffahrt gibt es hier übrigens auch. Diese Dampfer, Raddampfer, die hier so, die man auch aus Dresden kennt, ne? Sächsische Elbschifffahrts. Betriebe oder Dampfschifffahrt. Ja, Bad Schandau liegt rechts der Elbe, direkt am Nationalpark Sächsische Schweiz im Elbsandsteingebirge. Das Nationalparkzentrum liegt in der Stadt. Ursprünglicher Ortskern schmiegt sich an die steil aufragenden Sandsteinfelsen des rechten nördlichen Elbufers und zwängt sich teilweise in das enge Tal des Kirnitsch. Kirnitsch war das gerade. Die Stadt ist der kleinste deutsche Ort mit einem selbstverwaltenden Straßenbahnbetrieb. Bad Schandau war von den Elbwasserereignissen der Jahre 1845, 2002, 2006 und 2013 schwer betroffen. Und am 14. Februar 2010 stürzte beim Time-Air-Flug 039C eine Cessna Citation Bravo in der Nähe von Reinhardsdorf ab. Reinhardsdorf liegt komischerweise mittig zwischen Bad Schandau. Also Bad Schandau selber ist ein bisschen unterteilt und Reinhardsdorf liegt rechts elbisch. Ja, wir fliegen hier einmal hier komplett praktisch die Grenze ab. Also hier links, das ist alles schon Tschechien. Und hier rechts. Das ist Deutschland. Die Grenze, wie gesagt, ich habe sie nicht genau ausmachen können. Ich komme halt nicht aus der Gegend. Hier kommen wir nach Klein-Gieshübel. Schön direkt an dem Felsen hier, ne? Also auch eine ganz tolle Aussicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da teilweise Schatten dran geworfen werden. Also, man weiß ich nicht. Aber sieht schon schön aus hier. Was gibt es denn hier Schönes? Mal gucken. Ein Kfz-Service gibt es hier. Wanderwege gibt es hier. Ein Kräuterlädchen gibt es hier auch. Hier links Kinder- und Jugendhof Erna ist da oben drin. Das gehört aber nicht mehr dazu. Dann gibt es hier oben auch ein Panorama-Hotel. Hier vorne fliegen wir jetzt Richtung Knirpenberg.
so ein großer Betrieb. Das sieht nach einem Bauernhof aus, der da ist, ne? Also das ist ein Bauernhof. Und hier rechts, da ist Schona. Da, wo auch die Kaiserkrone gerade zu sehen war, dieser Berg, der da sehr auffällig auch lang geht. Hier unten ist der SG Reinhardsdorf e.V. Das ist der Fußballverein, der hier ist. Ein Sandsteinbruch gibt es da hinten. Direkt neben dem, neben der Wegmarkierung praktisch, ne? Sehr imposante und schöne Gegend. Bad Schandau ist übrigens auch ein Kurort, staatlich anerkannt. Hier ist der Reinhardsdorfer Bach, der sich hier so durchschlängelt. Und hier kommen wir, wenn wir dem Bach folgen, rein Richtung Krippen, da gibt es auch ein paar Ferienhäuser. Und dann zieht sich da praktisch hier auch eine Straße oder auch eine Bahnschiene, ist das sogar, direkt an der Elbe lang. Ja, man kann sehen, wie sich die Häuser hier in das Tal praktisch einschmiegen. Ich zeige es euch hier nochmal an der Elbe. Das Elbtal ist relativ, ja, tief. Ich kann ja gleich mal im Tiefflug da lang fliegen. Und hier Sächsische Schweiz Nationalpark. Wirklich sehr, sehr schöne Gegend hier. Es gibt ja auch ein paar Sehenswürdigkeiten. Bad Schandaus, rechtselbische Stadtsilhouette, wird durch die elbesäumenden Hotels der Gründerzeit, die zwei Elbbrücken und die St. Johanneskirche geprägt. Die Kureinrichtung und der 3.500 Quadratmeter große botanische Garten Bad Schandau mit über 1.500 Pflanzenarten wurde 1900 angelegt, befindet sich am Eingang des Kirnitztals. Dann gibt es einen historischen Personenaufzug, der 1904 gebaut wurde. Nach Ostrau eine 50 Meter hohe freistehende Eisenkonstruktion, die zum höher gelegenen Ortsteil Ostrau führt. Dann in Ratsmannsdorf gibt es einen 15 Meter hohen barrierefreien Aussichtsturm mit einem beeindruckenden Panoramablick auf die Felsenwelt des Elbsandsteingebirges. Es ist auch wirklich beeindruckend, kann ich nur sagen, hier. Und die Reinhardsdorfer Kirche wurde 1368 erstmals erwähnt. Ihre Geschichte geht jedoch bis auf die Erstbesiedlung um 1200 zurück. Guckt euch das an, hier könnt ihr sehen, wie das Elbsandsteingebirge hier so ist, ne? Das ist schon... Guck mal da oben, das müsste dann irgendwie eine Aussichtsplattform sein. Das gucken wir mit der Drohne nachher nochmal an. Krass, wo sie die hingezimmert haben. Da ist die Bahnschiene zu sehen. Und hier rechts, das ist Postelwitz. Ihr guckt euch das an. In das Tal da reingezimmert. Das ist übrigens Bad Schandau jetzt. Auf
viel Industrie hier unten, wie ich das gerade so mitbekomme. Was gibt's denn da alles? Lidl, Ladestationen, Parkplätze, die Toskana-Therme. Die ist hier unten direkt auch zu sehen. Ja, ein ganz großes Thermalbad. Dieses auffällige Gebäude, wo auch so ein bisschen Wasser zu sehen ist draußen. Stahl- und Anlagenbau. Ups, was ist jetzt los? Da unten kann man so ein Dampfschiff sehen hier. Straßen recht abenteuerlich gebaut, finde ich. Was ist denn da links? Park and Ride, Bad Schandau. Café Bistro, Drehscheibe. Ja, scheint wohl eine Drehscheibe hier zu geben für die Bahn. Da ist noch eine Elbbrücke. Hier ist jetzt Prossen. Ein Hafen, kleiner. Viele Ferienwohnungen hier auch. Dann gibt es hier gleich auch einen Aussichtspunkt. Das da vorne gehört übrigens nicht dazu. Wir werden jetzt erstmal wieder abdrehen. Wir fliegen gleich nochmal mit der Drohne, wie gesagt, oben drüber. Jetzt geht es nach Porsdorf. Wunderschön hier. Also hier kann man wirklich mal Urlaub machen. Da liegt Waltersdorf und hier liegt Porsdorf. Porsdorf wurde auch eingemeindet. Das da unten ist der Lechsbach, habe ich gerade gesehen. Interessant gebaut hier alles, finde ich. Ja, die Abgrenzung der Gemeinde kann man relativ deutlich sehen, diese Täler hier, ne? Neuporsdorf, Waltersdorf. Einkaufsmärkte gibt es hier, ein Kräuterhäusel. Und Ferienhäuser halt überall. In der Ferne kann man die Bastei sehen. Gehört aber nicht zu diesen, zu dieser Gemeinde. Ja, noch ein Bauernhof. Haben wir noch ein paar mehr Notizen gemacht. Persönlichkeiten, genau. Karl Gottlieb Hering, ein Komponist war das, bekannt durch die Kinderlieder Hopp, 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 Pferdchen lauf Galopp oder Morgen Kinder wird's was geben. Ja, das, diese Kinderlieder, ich glaube, die kennt man. Und dann auch sehr interessant, was ich hier gefunden habe. Während der Dreharbeiten zu seinem Film Inglourious Basterds wohnte der US-Filmemacher Quentin Tarantino zeitweise im Bad Schandauer Hotel Elbresidenz. Das werde ich gleich mal mit der Drohne abfliegen, gucken, vielleicht finde ich es ja. Und ebenfalls wohnte dort auch die Schauspielerin Kate Winslet während der Dreharbeiten zu dem Film Der Vorleser. Guckt euch das an, ist das schön hier. Und bei der Verfilmung von Der Claude Atlas mit Tom Hanks diente das Hotel als Drehort am
13. Oktober 2011. Da vorne jetzt hier, das ist so die letzte Ecke praktisch. Das ist der Aussichtspunkt Gamring, heißt das. Aufstieg zur Gamring-Aufsicht. Da gibt es auch ein paar Höhlen. Sandsteineingang, Nationalpark. Das gehört hier noch alles mit zu Bad Schandau dazu. Das hier ist dieser Aussichtspunkt. Also man kann es sich hier aus der Luft wahrscheinlich nur indirekt vorstellen. Leute, ihr wisst gar nicht, wie schön ihr das hier habt. Doch, ihr wisst das bestimmt. Hammer. Hinten ist der Flughafen, von dem wir gestartet sind, der LKDE. 18 Kilometer entfernt, da hinten ist Tschechien. Oben Häuser. Viel Wald und Bäume. Und die Täler halt alle bebaut hier, ne? Was meint er? Wo landen wir? Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir können aber auch über der Elbe rüber und bei der Kaiserkrone landen. Hier ist der Hafen wieder. Ich denke, wir landen auf der anderen Seite. Und nochmal die Toskana-Therme. Knippen. Ist das Knippen? War das richtig? Knippen hieß es. Ah, das ging noch, oder?
Na, dann wollen wir mal den Flieger ausmachen. Und dann mit der Drohne hier eine Runde drehen. Mit der Drohne kommt man übrigens über die Einfügen-Taste in die Außenansicht. Und dann werden wir das natürlich auch etwas beschleunigen, damit wir hier ein bisschen schneller durch die Gegend kommen. Na, man kann die Vögel im Hintergrund hören. Und Frösche. Wie gesagt, alle Einstellungen auf Ultra. Die Häuser sehen jetzt nicht wirklich so aus, wie sie sind. Weil es leider keine Fotometrieansicht hier gab. Hier vorne ist die Agrargenossenschaft Oberes Elbtal. Hier ist der Fußballplatz. Endlich sind diese Nachladezeiten von diesen komischen Fliesen da nicht mehr immer. Hier ist jetzt schoner, schöner. Reiter- und Ferienhof Wacker. Das ist die Kaiserkrone. Gibt es hier auch noch ein Panorama-Hotel irgendwo. Das hier. Der Zirkelstein. Und das ist das Zirkelstein Resort, also eine Hotelanlage. Ein Zirkelstein. Okay. Hier, das alles gehört auch dazu. Tolle Landschaft. Ich wollte mal gucken, was das da oben war. Hoffe, ich finde das raus. War doch irgendwo was hier reingemauert. Hier. Und das sieht ja mal interessant aus. Könnte das große Schrammtor sein. Elbaussicht. Sind das die Schrammsteine? Was meint er? Könnte sein, ne? Auch der Teufelsturm sein. Ich weiß es nicht. Die Häuser da oben finde ich aber schon krass. Gibt es die da wirklich? Das ist ja Wahnsinn. Ich finde es jetzt nicht auf Google Maps, aber wenn das wirklich hier gibt, dann ist das schon krasse Geschichte, ne?
in die Elbe, kann man mal so einen ungefähren Überblick bekommen, wenn man hier am Ufer steht, wie das da wohl aussieht. Also ist schon krass gemacht. Ganzen Häuser. Gibt's doch nur eine Linie, ne? Also Häuser direkt da. Hier gibt's auch mal zwei. Und dann gehen die da auch noch so ein bisschen rein. Dann gibt's hier irgendwie auch einen Fahrstuhl, der das halt verbindet. Krass. Echt krass. Hier ist die Toskana-Therme, sehr deutlich zu erkennen. Und hier kann man sehen, ne, die Silhouette von so einem Dampfschiff. Leider nur eine Silhouette, nicht räumlich dargestellt. Kirche leider auch nicht zu sehen. Aber was ich jetzt unbedingt wissen möchte, wo ist das Hotel? Wo ist das Hotel? Das will ich jetzt haben. Wie hieß das jetzt? Hotel Elbpromenade oder welches war das? Elbresidenz. Mal gucken. Okay. Das ist hier, glaube ich, schon. Ja. Ich bin gut. Das hier ist das Hotel Elbresidenz. Den Park kann man deutlich erkennen. Hier waren also schon Quentin Tarantino, Kate Winslet, Tom Hanks. Ja, schade, dass sie das jetzt nicht fotometrisch dargestellt haben, weil das finde ich dann doch schon eine Sehenswürdigkeit, ne? Das ist auf jeden Fall die Elbresidenz. Und hier gibt es dann auch eine Kirnitschtalbahn. Das ist dann diese Straßenbahn, die ich gesagt habe. Bad Schandau ist wie gesagt die kleinste Gemeinde mit einer eigenen Straßenbahn. Was haben wir denn hier? Ist das eine Hotelanlage? Das sieht ja mal kräftig aus hier. Ach, das ist die Kirschnitztal Klinik. Okay. In Ordnung. Ja, dann gibt es hier hinten noch einen botanischen Garten auch noch. Den ich jetzt aber nicht erkenne. Ist immer ein bisschen doof, weil Microsoft stellt zwar Bäume dar, aber die sind meistens ein bisschen heftig übertrieben immer. Aber man kann sehen, wie sich das hier durchschlängelt. Haben sie sogar hier hinten noch Häuser gebaut und die Straße, die geht hier direkt durch. Das ist ja mal krasse Geschichte. Und da kommt das nächste Dörfchen schon, ne? Gehört das noch mit dazu? Ich muss mal gucken. Gehört das noch mit zu dem Ort? Gerade am gucken, gib mir einen Moment.
Ja, das scheint dazugehören. Dazu zu gehören. Hier müsste die Ostrauer Mühle sein. Hier gibt es einen Campingplatz. Und die Straße, die wir da gerade hatten, ist die Kirnitzschtalstraße. Die ist aber, glaube ich, bin nicht so komisch gebaut, wie sie hier dargestellt ist. Ja. Die Sonne scheint unterzugehen. Wir verabschieden uns mal in die Wolken. Mit einem kleinen Ausblick nochmal auf die Umgebung hier. Wie gesagt, fast 90 Quadratmeter, Kilometer sind das. Ist schon ein bisschen Fläche. Aber sehr, 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 sehr schön. Leute, ihr habt es echt schön hier. Mal gucken, ob ich die Drehscheibe sehe. Das würde mich noch mal interessieren. Ne, sehe ich nicht. Gibt es hier überhaupt eine? Naja. Tja. Was soll ich sagen? Das war's dann, Leute. Mein Flugzeug ist weitergerollt. Habe ich die Handbremse nicht angezogen? Was soll denn der Scheiß? Guckt euch das an. Nee, nee, nee. Also ich fühle mich sicher, die Handbremse angezogen zu haben. Krasse Geschichte. Gut. Ja, danke fürs Mitfliegen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht euer Häuschen oder euer Ort wenigstens gesehen habt, ob da was wiedererkannt habt. Und ich bin auch immer für Tipps und Hilfestellungen dankbar. Vergesst das Like nicht. Gerne auch ein Abo, wenn ihr den nächsten Teil sehen wollt. Und ich schaue mal eben nach, wo es uns danach hinführt. Das nächste, was drankommt, ist 01816 Bad Gottleuba Berg hieß Kübel. Berg hieß Hübel. Okay. Ja, gut. Also, bis zum nächsten Mal. Und schau, Leute. Danke fürs Zuschauen.